Elternhumor im Jahr 2020. Was machst du denn nun nach dem Abi? Erstmal abwarten. Merkst du, wenn Virologe. Ein Drosten. Das war eine echte Fehlleistung, Obi. Das hier ist Adrian, Papa der Tip-Tap-Tube-Familie. Hallo und herzlich willkommen bei Tip-Tap-Tube. Hallo. Hi, hallo. 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 Ihr kennt die Familie vielleicht aus ihrem legendären Coca-Cola-Adventskalender-Unboxing 2016. Ich hab die Fanta. 2018. Ich weiß gar nicht, welche Rennsätze eine Fanta-Dose mit dabei ist. Und 2019. Oh, genau das gleiche Ding habt ihr doch letztes Jahr auch schon ausgegeben. Ja. Nur 2020 sieht alles ein bisschen anders aus. Ich glaube, es gibt bessere Masken. Während die einen YouTuber das hier sagen. Also schützt euch, schützt eure Mitmenschen. Keine illegalen Hauspartys feiern. Bald ist das alles hoffentlich vorbei. Sagt Papa Adrian das. Die läuft nicht echt. Ich komm gerade wieder hier. Völlig ins Stottern, ne? Ja, ich bin entsetzt. Und weg sind sie. Ich habe mir ja schon so ein langes Schwert gekauft und damit impfen wir denn euch. Das wird nicht friedlich gelöst werden können. Auf den Kanälen vom Tipptapp Papa fanden wir eine wilde Mischung aus Verschwörungstheorien. Das Virus war nicht die Ursache. Es war nur der willkommene Auslöser für das größte je gewagte Experiment am Menschen. Und dann sahen wir das hier. Offenbar sollte es im August ein Fantreffen geben. Und zwar unmittelbar vor einer großen Anti-Corona-Demo in Berlin. Die Demo, die haben sich alle auf der anderen Seite, glaube ich, von dem Brandenburger Tor versammelt. Und wir standen vorne. Und es waren wirklich nicht viele. Es waren vielleicht 10. Es sind ja Kinder gewesen, die waren ja recht jung. Und unsere waren ja auch gar nicht mit. Ja, was war, glaube ich, mit auf die Demo hier? Also angemeldet sind 500.000. Das ist generell nicht so Thema bei mir, muss ich sagen. Also ganz ehrlich, so muss ich sagen, sowas ist nicht so ein Thema bei mir. Aber wenn man mal dahinter guckt, da habe ich echt Panik gekriegt, ne? Was hier läuft. Auf der Suche nach Antworten wurden wir überrascht, denn die Familie persönlich wollte mit uns sprechen. Also wir haben auch ein Video von Max gesehen, wie er in seinem Livestream darauf angesprochen wird von Zuschauern und sie auch von ihm dann ein Statement zu haben und ey, was ist mit deinem Vater los? Der postet in letzter Zeit zu viel. Besprecht ihr das bei euch in der Familie? Hast du es erzählt? Weiß es gar nicht. Also wir besprechen... Ja. Ich bin hier übrigens auch dahinter. Ich gehe auf generell sowas nie ein. Also das juckt mich jetzt nicht so doll. Er ist sowieso hier eher der Diplomat in der Familie. Ist aber vielleicht ja nicht der verkehrteste Weg. War Papa Adrian wirklich zum Corona-Leugner geworden? Es gibt was gibt's nicht. Davon ist niemand gefährdet. Und wie umgehen damit, wenn ein Familienmitglied plötzlich nur noch ein Thema kennt? Hey, gib mir all dein Geld her. Sofort. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, das finde ich doof. Du hast überhaupt keinen Mundschutz auf, mach das los. Der postet ja wirklich stündlich irgendeine Theorie, Digga, von irgendwelchen Aluhüten. Ich bin auch nicht verrückt geworden, aber der Staat ist verrückt geworden. Und welchen Einfluss hatte das auf die jungen Fans? Du hast ja uns am Telefon vorher schon gesagt, dass das deine Meinung ist und dass du das auf deinen Kanälen stattfinden lässt. Seid ihr euch dessen bewusst, dass das auch natürlich eine Strahlung hat? Also sei es, dass du Videos postest bei YouTube, die dann durch den Algorithmus auch in die Bubble der Fans quasi gespült werden oder ihr verlinkt euch ja auch ganz viel. Ich bin mir der Sache bewusst. Hi, wir sind Kim und Robert und wenn ihr uns mit Glocke abonniert habt, postet diesmal bitte den Hashtag Papalapap in die Kommentare. Wir schalten weiter zu unserer besten und einzigen Reporterin Kim live vor dem Stammbaum der Tip-Tap-Tube-Familie. Kim, Tip-Tap-Tube ist der Familienname wahrscheinlich, ne? Tip-Tap. Es war zumindest die Geburtsstunde einer großen YouTube-Karriere. Weißt du übrigens, warum die Tip-Tap-Tube heißen? Haben sie mal erzählt. Wegen den Schritten, die Kinder machen. Tip-Tap, Tip-Tap, Tip-Tap. Okay. Fun Facts, die ich so in meinem Kopf gespeichert habe. Also, Kim, die Familie macht ein Fantreffen für Kinder auf einer Corona-Demo. Robert, das war der Tag der Freiheit, ja? Tag der Freiheit. Das ist eine Demo für Frieden und Freiheit. Und weil wir natürlich für Frieden und Freiheit sind, gehen wir da auch hin. Gut, kann man so nennen wie der Tip-Tap-Vater, aber die ZDF-Journalistin Dunja Hayali, die hat da nicht so viel Frieden erlebt an dem Tag. Ihr habt am Tag der Freiheit ein Fantreffen organisiert. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Es gibt nur eine einzige Meinung. Pandemie, Pandemie, Pandemie. Ganz gefährlich. Und dadurch habe ich dann gedacht, okay, jetzt musst du dich mal weiter informieren. Dadurch dann eben auch, wir kommen nach Berlin und haben gedacht, okay, da sind viele Leute. Vielleicht sind auch viele, die uns sehen wollen. Und da haben wir gesagt, gut, wer Bock hat, kommt dahin. Direkt am Brandenburger Tor am 1.8.30 Uhr. Nee, 10.30 Uhr. Okay, man merkt an den Reaktionen der anderen, die hatten auf jeden Fall richtig Bock auf dieses Treffen da in Berlin. Vor ein paar Jahren war es ja auf diesem Fantreffen der Familie sehr, sehr voll. Wie sah es denn diesmal aus? Also wir waren ja nicht dabei, ne? Wir haben aber ein bisschen bei Instagram geguckt und haben nur wenige Fotos gefunden und da sah das Ganze auch überschaubar aus. Und es waren wirklich nicht viele, es waren vielleicht 10. Sind denn auch dann tatsächlich Fans mit euch mitgegangen auf die Demo?
Nein. Es sind ja Kinder gewesen, die waren ja recht jung und unsere waren ja auch gar nicht mit. Der Papa Adrian, der hat einen eigenen YouTube-Kanal und... Tipptapp, Papa. Nee, Papa Tipptapp. Im Community-Tab wird sehr viel geteilt, was so Corona-Theorien angeht. Und er hat seit neuestem auch einen Telegram-Kanal. Oh Gott, ich ahne es schon. Ja, da wird ziemlich viel geteilt, so das typische Verschwörungsrepertoire. Einmal eins. 9/11, aber auch Bill Gates. Hier ist Kermit der Frosch zum Beispiel. Moment, Kermit sitzt in einem Kochtopf? Sorry, aber das check ich gerade nicht. Ja, er sagt, es ist doch nur eine Maske. So nach dem Thema reg dich nicht so auf, wenn du eine Maske tragen musst. Robert, ich erkläre dir das Bild mal ganz kurz. Was soll das heißen? Wir alle tun so, als ob das Problem ist, dass ich wäre, eine Maske aufzusetzen. Was wir alle aber nicht bemerken, ist, dass unser Arsch direkt im heißen Wasser sitzt. Das heißt, das Problem ist eigentlich nicht die Maske, Robert. Das Problem ist, dass wir alle schon längst ganz tief im heißen Wasser sitzen. Und du hast das nicht erkannt, aber alle Menschen in dieser Telegram-Gruppe schon. Okay, wie lange bist du in dieser Telegram-Gruppe gewesen? Eigentlich gar nicht so lange, aber da ballern die dich voll mit Nachrichten. Die schicken in 4 Stunden 50 Nachrichten. Das ist anstrengender als jeder Familienchat bei WhatsApp. Ja, definitiv. Alles klar, alles ein bisschen weird, aber meine Güte, soll er halt posten. Aber dann haben wir noch was gefunden, was wir nicht so ganz okay finden. Nee, guck dir mal hier diesen Post an, den hat er auch bei YouTube in seinem Community-Tab geteilt. Da geht es irgendwie um Gesundheitsminister Spahn und warum der angeblich nicht fähig sein sollte, über das Infektionsgeschehen aufzuklären. Vor allem noch den Witz 2020 und so ein Lach-Emoji, als hätte er jetzt wirklich so abgeroffelt, als er das gepostet hat. Ne? Abgeroffelt. Der lollt sich da einen weg. Der lollt sich. Hä? Der denkt sich so, das wow, halt so jetzt habe ich es dem gegeben. Daddy-Humor. Oh, aber das ist doch kein Daddy-Humor. Und in einem Video, das er mittlerweile gelöscht hat, haben wir dann noch ein bisschen andere merkwürdige Sachen gefunden. Ich werde mich dann auf dem Balkon verschanzen und alles von oben überwachen. Pfeil und Bogen werde ich mir kaufen. Sportbogen. Und der hat auch eine richtig gute Durchschlagskraft. Kommt ruhig her zu uns. Ihr könnt euch versuchen, mit euren kleinen Minispritzchen uns impfen zu wollen. Wir haben da mal die größeren Kaliber. Und damit impfen wir denn euch. Seine Frau versucht es jetzt noch so ein bisschen zu retten. Und dann dreht gerade sein Film. Und, aber er so, nö. Und das mit der Bewaffnung eben. Schnucki, das war kein Spaß. Wir haben noch ein sehr krasses Video gefunden. Das hattest du, glaube ich, auch gelöscht auf dem Kanal. Das hatte jemand nochmal hochgeladen neu, wo du erzählst, dass du dich mit Pfeil und Bogen ausstatten willst und dich auf dem Balkon verschanzen willst. Ja, klingt echt krass, aber du hast es gesagt. Da wollten wir uns gefragt, hast du, bereust du solche Aussagen mittlerweile? Nein. Ich drehe mir hier auch gerne mal meinen eigenen Film. Das entspringt ja auch nur ein bisschen der Angst. Ne? Das ist doch der Staat. Soll der keine Panik veranstalten? Dann haben auch alle Leute hier mit Sicherheit. Der teilt da auch Meldungen, dass schon Kinder daran gestorben sind, dass sie eine Maske aufgesetzt haben. Aber auch das wurde ja alles schon als Falschmeldung entlarvt. Du hattest ein Video geteilt von jemandem, der erzählt, das Kind ist an einer Maske gestorben. Und dann hat die Polizei unter Franken, war das glaube ich, sich geäußert und gesagt, das stimmt nicht. Und dann sagst du aber jetzt, das ist alles von oben gesteuert. Ich glaube denen mehr. Ich glaube mehr an Bodo Schiffmann als irgendeinem aus der Politik. Das absolute Totschlagargument von Herrn Schiffmann ist allerdings, dass die Leiche ja nicht obduziert wurde. Und deshalb, weil die Obduktion eben nicht stattgefunden hat, jetzt kommt's, das geilste Argument überhaupt. Deshalb ist nicht ausgeschlossen, dass es an der Maske lag. Ein Bodo Schiffmann oder ein Suharit Bhakti oder Wodak. Die haben keine finanziellen Interessen. Die wollen nicht im Rampenlicht stehen. Die wollen einfach nur die Wahrheit und die wollen sich nicht verarschen lassen. Also denen glaube ich mehr, als wenn jetzt ein einziger Drosten mir irgendwas erzählen will. Ne? Das ist naja, eine auch einzige Drosten Person. Ist ja keine Einzelmeinung. Ne? Auch da gibt es ja sehr, sehr, sehr viele Wissenschaftler, die sich da äußern. Aber was ist denn nun mit den 3 Kindern passiert? Die sind ja definitiv tot. Und jetzt den Tod eines 6-jährigen Kindes medial zu nutzen, um seine Verschwörungspropagandaschwurbelei ins Internet zu kotzen. Das ist nicht nur pietätlos und respektlos sondergleichen, sondern die Eltern des Kindes tun mir unendlich leid, dass eben der Tod ihres Kindes jetzt so medienwirksam auseinandergefleddert wird. Wie reagiert denn seine Familie auf all das? Ja, die versuchen dann gar nicht so zu reagieren, aber der Papa, der stichelt immer weiter. Wenn die zum Beispiel am Frühstückstisch sitzen, dann gibt's ein paar Drostenwitze. In dem Moment, wo es darum geht, was macht Max jetzt eigentlich nach dem Abi? Dann sag schon, was kommt danach? Keine Ahnung. Politwissenschaftler werden? Nee. Max wird Virologe. Ein Drosten. Und hier versucht Mama ganz schnell das Thema zu wechseln, als Papa wieder von seiner Demo anfängt. Das ist eine Demo für Frieden und Freiheit. Und weil wir natürlich für Frieden und Freiheit sind, gehen wir da auch hin. Landwirtschaftssimulator sollte ich spielen. Auch ein geiler Dialog. So, ey, lass uns zur Corona-Demo gehen.
Landwirtschaftssimulator sollten wir mal spielen. Ja, aber was machst du, wenn dein Papa einfach nicht locker lässt? Die läuft nicht echt. Ich komme gerade wieder hier völlig ins Stottern, ne? Ja, ich bin entsetzt. Und weg sind sie. Wie steht denn Max also hier echt so, ne, mit seinen hunderttausenden Followern zu dem Thema? Naja, so genau wissen wir das natürlich nicht, aber als er diese Fans hier getroffen hat, da hatte er keine Maske auf, während die Fans eine Maske auf hatten. Ich bin halt ein Asthmatiker. Das habe ich, sobald ich mich bewegen muss, sobald ich nicht richtig Luft kriege, geht es auch dann richtig hart zur Sache. Und deswegen kann ich keine Maske tragen. Und bei Max ist das genau dasselbe. Leider beide Kinder, die haben beide das von ihm gelernt. Wie hängt das jetzt alles zusammen? Also wir sind bei diesem kleinen YouTube-Kanal von seinem Vater und reden jetzt aber über die ganze Tip-Tap-Tube-Familie. Ja, naja, es ist natürlich so, dass auf jedem dieser Kanäle auch immer der Kanal des Vaters verlinkt wird unter jedem Video. Ne? Also irgendwie kommst du da sehr schnell drauf, auch als jüngerer YouTube-Nutzer zum Beispiel. Ja, und der Vater macht ja auch auf dem Hauptkanal Werbung für seinen Kanal. Und bei Ali Online kommt jeden zweiten Tag ein Video. Und bei echt so krassen Vlogs. So richtig gut. Jetzt abonnieren. Adi Online. Und der Vater schneidet auch alle Videos vom Hauptkanal, auch wenn er jetzt symbolisch abgegeben hat an seine beiden Söhne, Ash und Max. Er selbst passt da natürlich schon drauf auf, was da auf diesem Kanal gepostet wird. Und jetzt sind wir, also die Eltern, raus. Aber wir haben nach wie vor noch so ein bisschen die Hand drauf, dass da nicht irgendwelche komischen Sachen kommen. Du hast ja uns am Telefon vorher schon gesagt, dass das deine Meinung ist und dass du das auf deinen Kanälen stattfinden lässt und die anderen Kanäle bewusst da nicht, dass die da quasi ausgenommen sind. So, jetzt sind wir natürlich auf das Thema aufmerksam geworden, nicht durch deinen Kanal, sondern auch, weil wir es eben auf anderen Kanälen auch gesehen haben. Seid ihr euch dessen bewusst, dass das auch natürlich eine Strahlung hat? Also sei es, dass du Videos postest bei YouTube, die dann durch den Algorithmus auch in die Bubble der Fans quasi gespült werden oder ihr verlinkt euch ja auch ganz viel. Ich bin mir der Sache bewusst und ich weiß, ich bin nun hier der Vater von Ash und Max und der Mann von Marie und alle haben auch eigene Kanäle und das schwappt höchstwahrscheinlich auch rüber. Aber das, denke ich, nicht ist in meinem Unvermögen, sondern in dem Unvermögen der Zuschauer, das eine vom anderen zu trennen. Wir haben diese Themen niemals auf Ash und Max Kanal gebracht, weil das sie stimmt, einfach dann hingehören. Also weil es einfach, es sind, denken wir, viele Kinder da und generell solche politischen Sachen werden da nicht gepostet. Ich konnte schon nachts nicht mehr schlafen. Und zwar nicht wegen Corona, wegen einer eventuellen Bedrohung durch ein Virus, sondern durch eine eventuelle Bedrohung durch was ganz anderes. Klar, wenn du den ganzen Tag bei Telegram rumhängst und 85.000 Posts am Tag siehst, die dir alle sagen, dass du bald sterben wirst und dass irgendwie die Welt ausgelöscht wird von irgendeiner Elite, dann klar kriegst du es im Kopf. Das verstehe ich halt nicht. Wenn du dich so in einer Verschwörungstheorie verstrickst, dass es dir nicht mehr gut geht, dann mach doch mal Pause. Und jetzt postet auf jeden Fall noch... Tolle Überleitung. Wir stehen noch für Qualitätscontent, den müssen wir jetzt auch liefern. Einen geheimen Traktor in die Kommentare für die Tip-Tap-Mama. Mama-Tip-Tap. Hier, Traktor. Ich will jetzt unbedingt mal gerne sehen, wie die einen Landwirtschaftssimulator spielen. Außerdem gibt es jetzt noch eine Katze, ein Video von uns und ein Video von Funk über Corona.